Also heute hat man da weniger Bedenken, ja. Also ja, gut. Das nennt man dann Appropriation. Appropriation. Ja. Also ich bin da gerne ein Schlag altmodisch. Ja, gut, okay. Ja, jetzt verstehe ich den Hintergrund also auch besser von dieser Aktion mit dem Tisch. Das war für mich also... Ja, also pass auf, der Zylinder war da auf dem Tisch und der Anatol hat da tatsächlich mal einen 100-Mark-Schein reingelegt. Aha. Weil er das gut fand. Aha. Ja, das ist eine echte Alternative irgendwie, ich weiß nicht. Ja, nee, der Anatol hat das auch kapiert, was ich da gemacht habe. Der wusste auch, dass da schon mal dann jemand Geld einfach rausgenommen hat, weil er es brauchte, ne? Oder vielleicht auch, weil er es nicht brauchte, ne? Scheiß drauf. Also, ne? Dann ist nun mal das Risiko dabei, ne? Und nach dem System habe ich später auch Arbeiten gemacht, ne? Also Freiwilligkeit, ne? Von Marx gibt es da einen interessanten Spruch. Jeder nach seinen Bedürfnissen, irgendwie jeder nach seinen Fähigkeiten. Also jedenfalls, die beiden Begriffe tauchen in dem Spruch von Marx auf. Richtig. Ja. Ja, und späterhin, also nur das, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich kann mich erinnern, dass du im Ballhaus hast du mal eine interessante Ausstellung entweder gemacht oder mitgemacht. Ja. Und da kann ich mich erinnern, das war so eine Art Reminiszenz auf deine frühe politische Tätigkeit, sage ich mal. Und da hast du so eine große Deutschlandfahne, glaube ich, gemacht. Und die unter dem Titel Freiheit macht Arbeit. Ah ja, stimmt. Und zwar Arbeit ohne R. Ne? Die Ausstellung hieß Freiheit macht Arbeit. Okay, das habe ich jetzt nicht so. Das war eine tolle Ausstellung. Ja, okay. Ja. War noch eine super Einladungskarte. Hast du noch eine? Nee. Das ist eine der besten Einladungskarten, die ich je gesehen habe. Alle super tollen Typen und Galerien eingeschlossen. Was war das für ein Anlass? Mit Rainer Knaus zusammen. Ah ja. Der Rainer war, kennst du Rainer Knaus oder Arbeiten von dem? Der Rainer, der lebt noch. Der hat also, so einen Blaumann an, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, was der Rainer zurzeit macht. Also der hat Da war bei den Kunstpunkten auch mit dabei, habe ich gesehen. Feuerarbeiten. Unter anderem. Rainer Knaus machte Feuerarbeiten. Unter anderem, ja. Mhm. Ja, der hatte unter anderem, ich weiß nicht genau, ob das jetzt da zu der Ausstellung war, der hat aus Stahlrohren, die er so, so Stalinorgelartig nebeneinander installiert hat, mit Hilfe von Feuer, das er auf der Ebene, von der aus diese Rohre schräg in die Luft oder in den Himmel ragten, was angezündet hat. Ich vermute mal, dass das Spiritus war, also so Trockenspiritus, womit man auch Silvester oder Zünd Sachen. Bitte was? Oder was? Erklär mal deine Arbeit. Arbeit, Freiheit, genau. Das ist ja die Umkehrung von Arbeit macht frei. Ne? Ja. Naja, ne, Hintergrund war. Diese antifaschistische Haltung. Ja, klar. Das Ballhaus ist ja von den Nazis gebaut worden. Meines Erachtens richtig gute Architektur. Funktional für den Ort damals. Unter den Nazis gab es ja auch bildende Künstler, die auch unter den Nazis weitergearbeitet haben. Das war ja sehr unterschiedlich, wie die Künstler sich verhalten haben in der Nazizeit. Ne? Also es gab den Fall Nolde, ne? Der selber Nazi war, also jedenfalls Mitglied der NSDAP und sich gegrämt hat, dass sie seine Kunst nicht als die ihrige akzeptiert haben. Ne? Dann gab es welche, die sich in die innere Emigration zurückgezogen haben. Mataré, ne? Der hat weitergearbeitet, aber irgendwo in der Eifel. Ne? Und dann gab es so einen wie den
der die Pferde da zum Eingang zum Nordpark. Nordpark war ja Messegelände, war so eine Art Messegelände. Dafür ist auch das Ballhaus gebaut worden. Das war ein keineswegs Nazi-Bildhauer, aber einer, der monumentale Sachen machte. Wie genau dessen Lebensweg dann später war, müsste ich nachsehen. Ne? Ich weiß nicht genau, wie der hier, ich wusste es immer, immer wieder vergessen und so. Schad hieß er, glaube ich, oder so ähnlich. Oder Scharf, oder muss man mal nachlesen. Habe ich im Bücherschrank, da könnte ich es rausfinden. So, naja, gut, okay, so. Was ich da gemacht habe, was habe ich denn da gemacht? Freiheit macht Arbeit, ja, es hat was mit Freiheit zu tun, natürlich. Ne? Ja, die Umkehrung, ja. Na, jetzt aber was genau, das kommt da schon drauf an. Da muss ich mich schon richtig erinnern können, da darf ich keinen Fehler machen, ne? Weil das ja auch anspruchsvoll als Motto ist, ne? In der Situation, das muss auch stimmen, ne? Tut mir leid, ich muss jetzt passen. Müsste ich raussuchen. Ich kann mich auch nicht. Ja. Jedenfalls, da waren gewichtige Leute, also ernsthafte Leute, Leute, die man für voll nehmen musste, auch im Kunstbetrieb, die haben sich das angesehen und fanden das gut, was ich da gemacht habe. Daran kann ich mich noch erinnern. Da war der damalige Ausstellungsleiter vom K20 da und der fand das gut. Daran kann ich mich noch erinnern. Ne? Also das war ästhetisch sauber. Schmalbach? Nee, Schmalbach war da nicht. War das nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wer der Leiter war zu der Zeit. Kann sein, dass Schmalbach Leiter war. Schmalbach war da nicht. Ne? Es war einer der Ausstellungsleiter, wichtigen Ausstellungsmacher. Ne? Die haben ja heute immer noch dasselbe System, also das, was die unterschiedliche Aufgabenverteilung da. Ne? Jetzt ist es Frau Gensheimer, die sucht sich hauptsächlich dann letzten Endes das letzte Wort, was Ausstellungen betrifft, was finde ich großartig macht. Ne? Bin schwer happy, dass wir die Frau Gensheimer haben und die Frau vorher, Ackermann. Die schöne Blonde, Frau Ackermann, die hat auch gute Arbeit da gemacht. Und noch vorher, da war es der jetzt in München ist. Zweite, ja. Zweite hat das hervorragend gemacht. Ne? Mit dem bin ich mal in ein sehr tolles Gespräch über die Matisse-Ausstellung gekommen. Mir waren nämlich ein paar Details bei den Plastiken von Matisse aufgefallen und er hat sich richtig Zeit genommen, ist mit mir da rumgegangen und dann haben wir zusammen, das war 10 Minuten so oder noch länger, über bestimmte Sachen, die mir aufgefallen waren, die er nicht so sah. Ich hatte Verbesserungsvorschläge, wie man die Ausstellung oder spezielle einzelne Arbeiten hätte stellen sollen, besser hätte stellen sollen, na sowas also. Ne? Und noch früher war dann Ulrich Krempel war glaube ich unter Zweite oder so, ne? Der war ja nie Chef da glaube ich, ne? Sondern Ausstellungsleiter. Ne? Und einer so in der Funktion Ausstellungsleiter war damals jener Mann, der die Ausstellung im Ballhaus sich anguckte und die für gut befand. Es auch uns gegenüber geäußert hat oder mir gegenüber. Ne? Ja, ja. Ja, im Ballhaus. Später mal. Aber du wolltest noch was wissen? Ich kann dir noch was Interessantes erzählen zum Ballhaus. Im Ballhaus habe ich ja mehrfach ausgestellt. Einmal auch eine Gruppenausstellung, die ich glaube ich mit organisiert habe. Da habe ich den Raum in der Hauptsache zum Thema genommen. Ich habe da Holzstangen, so eine Art Latten aneinander geklebt mit Klebeband und oben jeweils zwei Latten verbunden durch eine Art Fahne. Oben hing dann also unter der Decke so eine Art Fahnen,
Die Fahnen waren farbig und zum Teil mit Schrift noch zusätzlich akzentuiert. Also farbig, so wie farbige Betttücher. Es waren Betttücher. Die gibt's oder gab es damals in verschiedenen Farben zu kaufen. Die habe ich in verschiedenen Höhen oben dann gehängt, auch in verschiedener Richtung. Ne? Und die Schrift war dann so ausgeschnitten und beinhaltete einen klar erkennbaren Inhalt, der so auf einen Begriff, der ein Begriff als Inhalt hatte, der sich auf den Raum, auf Räumliches bezog und auch auf das Material, das ich verwendet habe. Ne? Einer von diesen Fahnen habe ich noch im Atelier stehen. Ich hoffe, es steht da noch. Ich habe ja immer noch ein Atelier im Salzmannbau und ich habe zwei Untermieter. Ach. Da drin. Ich selber arbeite da nicht mehr, weil ich nur noch sehr schwer da die Treppe hoch kann. Nein, das ist ja im vierten Stock. Ach. Aber die beiden Untermieter ist einmal der Johannes Aufderlage, Dr. Ach. Johannes Aufderlage, ja. Der hier im Malkasten die nächste Ausstellung kuratiert, ja. Und selber auch ausstellt. Ne? Der hat bei Tetten hier das. Das ist auf der Lage. Das da, das schwarze Lage. Ne? Das ist ein Leporello, ja. Von Johannes. Ja. Das da anlässlich dieser Ausstellung bei Tedden herauskam. Mhm. Der Johannes, der arbeitet regelmäßig da oben im Salzmannbau, oben in meinem Atelier. Und eine sehr schöne Arbeit, finde ich. Ah, ja. Und eine Frau, die stammt aus Kasachstan, der Name ich mir nie merken kann. Der Name ist, tut mir leid, ist deutsch, klingt deutsch. Sie ist auch in Deutschland groß geworden, im Ruhrgebiet irgendwo, und macht hin und wieder Aufenthalts da in Kasachstan. Also die beiden haben da jetzt Arbeiten, benutzen das Atelier als Arbeitsraum. Ne? Mhm. Ja. Ich habe da früher auch bei den Kunstpunkten ausgestellt. Ne? Ich habe da auch größere Sachen gezeigt. Ich kenne also 3-4 Leute, also mehr nicht. Wo? So Ute Reh. Ah du, aus dem Ute Reh, ja, so, Ute Reh ist da ja weg, ne? Ach, die ist weg. Also das Atelier, in dem die Ute Reh da gearbeitet hat, das gibt's noch. Das wird benutzt von einem Mann, der auf den letzten Kunstpunkten auch, glaube ich, ausgestellt hat. Auf dem Faltplakat, das immer zu den Kunstpunkten herausgegeben wird. Ja. Da war er drauf, habe ich gesehen. Ne? Also, ja. Aber ich kenne den nicht. Ne? Ja. Wen ich kenne, also ist oben auf unserer Etage natürlich noch Irek Kulik, der hat hinten links, also in dem Gang oben praktisch, am anderen Ende des Gangs ein Atelier zusammen mit seiner Frau, der Brigida Irek Kulik, und geradeaus ist der Mauritius, der ist mehr oder weniger Autodidakt, hat aber den großen Raum, praktisch das Pendant zu meinem Atelier. Der machte figurative Sachen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste nachsehen, bei den letzten Kunstpunkten war nicht dabei, aber ich nehme wieder Kontakt zu ihm auf. Ich schätze den sehr. Der hat mal eine sehr interessante Arbeit über die Teilnehmer des ersten Majdanek-Prozesses gemacht. Ölbilder, die Teilnehmer. Ich fand das sehr gute Arbeit, und sowas arbeitet der noch. Nee, wen kennst du noch? Leo Hausmann, wie heißt der? Till Hausmann. Ja, naja, Hausmann. Mit Till Hausmann sind wir, also unsere Familie, stark befreundet. Ne? Ah ja.
Der hat mich mal komisch, also da war mal eine komische Begegnung, also bei mir jetzt im Malkastenpark irgendwie, da kam plötzlich einer von hinten und hat mich am Arm gefasst und sagte, hey Charlie, du hier oder so. Und der hat mich also richtig überfallen, ja. So, und sagte, ich, hör mal, greifst du die Leute immer so an oder fasst du die so, ja. Und da hat er gesagt, ja, du bist doch derjenige gewesen, der mich in die Akademie eingeführt, also der mich da, ich war damals im Asta, wo er dann in die Akademie kam, und dann hat er sich praktisch dafür entschuldigt. Und dann habe ich aber später hingehört, dass er das öfter, also der kommt dann öfter auf die Leute so ein bisschen brachial rüber. Ja. Der ist handfest. Ja? Der ist Bildhauer und arbeitet mit Motorsäge. Mit Motorsäge, ja. Ja, ja. Und kommt aus Westfalen. Ne? Ah ja, okay, ja, dann ne? sind die ein bisschen gröber geschnitzt. Ja. Ja. Okay. Also ich würde, wenn das Probleme gibt, würde ich da gerne ein bisschen was vermitteln. Weil ich könnte euch gerne, das würde ich sehr gerne machen. Dann kenne ich natürlich Silvia Wizorek. Also. Ja, natürlich. Silvia schätze ich hoch. Und auf Silvia lasse ich nichts kommen. Und Silvia ist eine der wichtigsten Personen hier in Düsseldorf für mich. Ja, die ist schon sehr aktiv gewesen auch. Ja. Und wir haben es übrigens über die Galerie Horst Schuler, ist die der Begriff? Ja, klar. Warum hast du mit dem eigentlich keinen Kontakt, da sich nichts ergeben? Ja, langsam. Die, also Horst Schuler ist für mich eine äußerst interessante Galerie, nach wie vor. Gewesen, die ist ja nicht mehr. Gibt nicht mehr? Ach, schade. Nee, die gibt nicht mehr. Was machen die beiden Jungs? Die sind, er arbeitet, also jobbt, arbeitet, und der andere ist, wie sagt man, Pensionär. Pensionär. Ja. Ja. Also der hat ja bei wie heißt das Geschäft für Männermode auf der Kö, da hat er ja gearbeitet, und der ist ja schon so alt wie du, ne? Gut möglich. Der Freund von Horst Schuler. Ja. Nein, der Hochschule hat eben auch wenig verkauft, und der hat einmal eine ganze Ausstellung verkauft. Also das war einer aus England, bitte? Das ist richtig, ja. Die habe ich gesehen, die fand ich sehr gut, sehr gut, ja, sehr gut. Stimmt. Hast du die Ausstellung gesehen? Ich kann mich aber an den Namen jetzt im Moment nicht. Nee, ist auch nicht nur der. Aber wie die Bilder ausgesehen haben, die hast du. Ne? Ja. Nee, ich kann mich erinnern, dass du bei meiner Ausstellung auch mal da warst. Also du warst schon öfter da, ne, bei Horst. Nicht sehr häufig. Wirklich, leider nicht sehr häufig. Nee. Ja. Aber das war einer der wenigen, also das war der meine Arbeiten überhaupt angenommen hat. Ja. Das war schon ein Problem, ja. Dass man ihn überhaupt annimmt. Ja, klar. Und dass er auch was verkauft hat davon. Ja. Aber insgesamt hat die sich nicht so getragen, ja? Also das war kein Fundament. Ja, Charlie, moderne Kunst ist ein schwieriges Feld, ne? Also das, ne? Ich fand das also eine schöne Alternative zu dem üblichen Galeriebetrieb, ja? Also der Horst war ja nicht kommerziell, der war selber Künstler, Richterschüler. Ja. Ach. Ja, der hat für den Richter auch gearbeitet. Ach. Aha. Ja, der hat zum Beispiel in der Zeit, als der Richter diese Kästchen, diese Farbprobenmalerei. Die hat der Dipke für den gemalt, oder? Kenne ich nicht. Also der Horst hat gesagt, dass er auch in der Zeit für ihn diese Farbprobenbilder da gemacht hat. Ach, also dann kenne ich jetzt schon zwei. Ja. Ja. Und diese Farbproben sind ja nun schließlich die Herkunft des Kölner Domfensters, ja, muss man ja sagen. Da bestehen ja auch aus Farbproben. Ja, also aus den farblichen, also das sind ja alles farbliche Kästchen. Erzähl mal noch ein bisschen mehr über, was du, zu dem Kölner Domfenster. Nein, da habe ich eine sehr kritische, also ich habe da eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich bin ja davon nicht betroffen, und ich muss sagen, irgendwie, das hat also mit Religion, Theologie und mit dem ganzen Dom recht wenig zu tun, und die Künstler nutzen das, um ihr eigenes Renommee aufzupolieren. Ja, das, na gut. Dasselbe ist ja mit dem Giese, mit dem Emi Knöbel, ja. Ja. Also, ja. Ja, also das sehe ich also, weil kürzlich hat der
kürzlich hat ein Freund von mir mir gemailt, ja, dass, ja, da kannst du auch was dazu sagen, ja, gemailt, dass der Gerd Richter, ja, dieses Domfenster als seine bedeutendste Arbeit in den letzten Jahren bezeichnet. Also, da würde ich gerne was dazu sagen, ja, nämlich jetzt. Ich halte den Gerhard Richter für einen sehr ernsthaften und glaubwürdigen, ja, sowohl, bitte? Ja, ja, sicher, mit Sicherheit. Sowohl Menschen wie Künstler. Ja. Ich kenne ja nun den Gerhard, den Gerhard, schon aus Hannover. Okay. Ich habe ja für dessen Ausstellung, die er zusammen mit Sigmar Polke gemacht hat, da in der Galerie H, die Einladungskarte entworfen. Und so eher atmosphärisch war das da, ne? Also wir haben kaum Worte gewechselt. Ich habe davon damals auch wenig verstanden. Und erst als ich in Düsseldorf war, davon ein bisschen mehr bis, sagen wir mal, mittelmäßig viel verstanden. Ich habe die Arbeiten von Gerhard Richter mit äußerstem Interesse verfolgt und das, die Entwicklung auch, finde ich, einigermaßen verstanden, wie das sich weiterentwickelt hat, also, oder wie er es weiterentwickelt hat. Die neuere Arbeit, also neuere Arbeiten, speziell das, was im K20 als Wandmalerei, nein, nicht Wandmalerei, sondern als Malereistück an der Wand hängt. Weißt du, was ich meine? Diese großen Abstraktionen, meinst du? Oder? Ja, ja, also die Grau in verschiedenen Grau. Ach, die Grau, ja. Verschiedene Grautöne, ja. Die so. Ja, wie manchmal auch so Schlieren. Also. Nee, da sind keine Schlieren drauf. Das sind, okay, nee, dann sind die nur grau. Das bestehen in sich aus so Felder. Quadratisch sind die höchstwahrscheinlich ungefähr so groß. Und die sind einander sehr, sehr ähnlich. Ne? Wenn du mal dahin kommst, versuch mal, was ich so dazu jetzt sage. So klein, so klein. Nee, das ganze Ding ist ja, ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein Doppelbild. Also es sind zwei ziemlich riesige Tafelbilder, Länge, Kantenlänge etwa 4 Meter, plus minus 50 Zentimeter, so. Und die sind beide unterteilt in möglicherweise 10 in der Länge und in der Breite quadratische Teile, so, die aber einen Rand, jeweils so eine Art Rand haben, und dann kommt das nächste, ne? So, ne? Und die sind einander sehr ähnlich, so, und das verstehe ich, wollte ich sagen, das verstehe ich nicht, ne? So, ne? Intellektuell, tut mir leid, wieso das denn, ne? Ne? Ja, so, gut. Gerhard Richter hat mich mal, ich war regelmäßig, wenn Rundgang war, Gast in seiner Klasse. Da gab es dann so eine Art rituelles Festessen. Also an einen frühen Abend erinnere ich mich noch gut. Da gab es eine Leberpastete, die ganz wunderbar schmeckte. Und wir saßen da so, ne? Ja, gutes Dutzend Leute, vielleicht waren es auch 20, und ich gehörte mir dazu, so ein bisschen Smalltalk und Fachsimpelei, so, ne? So. Und irgendwann mal vor der Akademie auf dem Plätzchen Ende Eiskellerberg, so da, Eiskellerstraße, kommt der Herr Richter raus, sieht mich da, waren noch ein paar Leute um ihn rum, sieht mich da stehen und spricht mich an. Sag mal, du,
was machst du denn eigentlich jetzt? Da hat er spitz gekriegt oder von irgendwem erfahren, dass ich bei den Linken, bei den Kommunisten gar fleißig war. Und das fand er überhaupt nicht gut. Richtig. Und er war geradezu entsetzt. So, ne? Ich habe das dann zur Kenntnis genommen. So, ist ein gutes Recht, ne? Es tut mir leid, ich würde dir gerne dazu was Begründetes sagen, aber die Gelegenheit dazu gab es da nicht, ne? Weil er hatte keine Zeit. Begründet oder mehr oder weniger unbegründet, will ich auch gar nicht beurteilen. So, jedenfalls kam es mir so vor, als ob er da mir seine Freundschaft gekündigt hat, richtig, sozusagen offiziell. Ich hatte auch so ein ähnliches Begebenheit. Finde ich in Ordnung, ne? Ne? Kann er gerne machen. Ich habe später noch Arbeiten von ihm interessant mir angeguckt. Ne? In Krefeld war mal eine große Ausstellung, da war eine ganze Reihe mittelgroße Zeichnungen, die alle einander sehr ähnlich waren, also fast ein System wie jetzt dieses merkwürdige Bild, das, mit dem ich nicht wenig anfangen kann. Die fand ich auch da, ne, nicht ganz verstanden, aber ne, so, naja, ne, die ganzen Sachen, die im Museum Abteilberg vor ihm ausgestellt waren, also einfache graue, mit so dicker Farbe, ne, so schon fast, wo man fast durchgucken kann, ne? So fast bewirken, wie fast ein Zentimeter dicke Farbe sind, ne? So zum Beispiel finde ich interessant, gut, habe ich gut verstanden und sowas alles, ne? So, also ich halte ihn für einen integren Typen, ne? Auch wenn er es riskiert, dass er so ein Würstchen da wie mich da einmal zur Sau machen muss, so. Und wie findest du die Fenster? Ja, die Fenster. Also das Kölner Fenster ist, das verstehe ich irgendwie nicht. Auch, verstehe ich irgendwie auch nicht. Also ich war mit einer guten Bekannten da und fand es irgendwie sehr schön. Ne? Irgendwie, ich habe es aber nicht verstanden. Ne? Und das neue Fenster irgendwo da in einem Ort an der belgischen Grenze, mit das hat er bezeichnet offiziell als seine letzte große Arbeit, die er in seinem Leben machen wird, gemacht hat oder machen wird. Was Größeres, wie er das gemeint hat, habe ich nicht gelesen. Vielleicht hat er es erläutert. Es hat neulich eine gute Bekannte von mir, die da hingefahren ist auf dem Weg zu einer großen Ausstellung in Metz. Ist das auch eine Kirche? Bitte was? Ist das eine Kirche? Das ist eine Kirche, ja, eine Benediktinerkirche. Okay. Auch so große Fenster. Okay. Drei. So typische gotische Fenster. Ne? So, ne? Es war weder aus der Beschreibung meiner guten Bekannten, noch aus dem, was ich in der Zeitung gelesen habe, noch aus dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, kam es ja auch ein paar Mal, kann ich mir ein halbwegs brauchbares Bild, dass ich was Vernünftiges dazu sagen kann, kann ich mir nicht machen. Ne? So. Und das Bild von Imi. Ich bin ja Imi ist für mich einer der wichtigsten, ja doch, auch wichtigsten. Imi ist für mich, steht außerhalb jeder Kritik inzwischen. Ne? So. Also, was der macht, ist einfach toll. Ne? ist so. Also, ich habe noch nie eine schlechte Arbeit von dem gesehen. Ja. Okay. Und den kenne ich praktisch von Anfang an. Ne? Also, ich kenne aus Raum 19, ne? So seine, mit, also noch, als noch Imi Giese mit dabei war, ne? Diese braunen Riesenteile, ne, habe ich auch an anderem Ort
stehen sehen, nämlich in Duisburg im Limburg Museum, ne, so, und dann später das in Frankfurt. Schöne, einfache Arbeit, nur weiß. Und dann, also auf unserer Klassenausstellung, ne, so, und dann bei Zwirner in Köln. Riesige Kästen aus Metall auch, ne, und zugeordnet, so etwas flachere Sachen. Ne. Bah, einfach nur zum Reinknien. Also erzähle ich jedem und kann ich. Begründe ich auch gerne anhand von, warum ich das so toll finde. Ja, mach mal. Bitte? Was? Begründ mal. Ja. Sowohl Raum wird thematisiert, wie auch Material. Also, das ist teilweise Metall. Kennst du die Sachen? Ah ja. Aha. Auch Holz, ich weiß nicht, ob auch Leinwand eine Rolle spielt, jedenfalls spielt Material, das gegenseitig sich erklärt oder na, wenigstens eine Art Dialog, also es sind ja mehrere Materialien, die also ein Multilog bildet und auch die Form. Einmal dreidimensional, also es sind ja ziemlich große Kästen, jedenfalls einer ist ein ziemlich großer Kasten, also so 3 Meter oder 2,5 geht es ja in die Tiefe. Wirkt fast organisch, also wie ein Torso mit Bein und Arm, also was es ist was Großes irgendwie in der, noch nicht mal in der Mitte, sondern dem was anderes zugeordnet ist, das aber ein zusammen einen Klang bildet, ne? das klingt, ne? wie ein gelungenes Musikstück auch, ne? oder auch ein Essen, ne? Das eines ist das Wichtigste so, ne, und das andere gibt Klänge dazu, ne, bis ein bisschen Gewürz, ne, das nochmal die Welt nochmal reicher macht. Ne, also, das ist diese Zwirner-Geschichte. Ich habe es nirgendwo mehr sonst gesehen, ne? Merkwürdigerweise. In keinem, na, so sehr viele Museen habe ich ja nicht gesehen. Man möchte dann immer fragen, ob das. Obwohl, der hat ja auch viel zu tun, oder ich weiß es nicht genau. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Neulich habe ich die mal angerufen, weil ich wieder für die Ausstellung da beim Raimund. Da werde ich auch die Sterne anbieten zum Verkaufen, ne? Auch zum Geld machen, ne? Dass die Funktion, das ist ja eine soziale Plastik, also die wollen Geld verdienen, ne? Die wollen ja Kinder unterstützen, real unterstützen, ne? Also Krankenhäuser, eine Abteilung von einem Krankenhaus, irgendeine, oder ein Gerät, das die dringend brauchen. So. Ach, das machst du im Rahmen deiner geplanten Ausstellung? Ja, 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 das ist ja super. Ja. Hab die Kamera angerufen. Ne? Der Heinz Baumüller hat mir die Telefonnummer gegeben. Und von wem? Vom Heinz Baumüller. Ja, wessen Telefonnummer hat er dir gegeben? Die von Carmen. Carmen Knöbel. Knöbel, ah, die, ja. Ehefrau. Ah ja, okay. Ich habe den Heinz Baumüller auch mal kennengelernt, deswegen frage ich, also, was der so, weil ich höre so wenig von dem. Ja, Heinz. Also ich habe einen guten Kontakt, ich habe einen richtig guten Kontakt zum Heinz. Ne? Ja. So, ich kann mir vorstellen, dass der Heinz auch mal hin und wieder ein bisschen schwierig ist. Ne? So, also, ja. Vorbehalte hat. Ne? Der hat da über einiges an Kunst von Kollegen
ziemlich ausgeprägte Meinung, die, die schon, ich hab schon den Charakter von Beleidigung haben können. Ne? Also ich verstehe mich mit dem immer gut. Ich habe den im Salon des Amateurs, ne, am Kappelplatz kennengelernt. Da saß er dann immer und dann habe ich ihn da in der Nähe der Cantadorstraße, wo er wohnt, getroffen. Und eines Tages habe ich ihn gefragt, ob er die Möglichkeit, weil er hat da geklagt, also dass er so wenig Geld hat, ja? Also, ja, dass er da kaum zurechtkommt, habe ich ihn gefragt, ob er die Möglichkeit des Ehrensoldes des Landes NRW kennt. Nein, kannte er nicht, und dann habe ich ihm das also erklärt, was das ist. Ja. Der bekommt er jetzt, den Ehrensold, ja. Ja, prima. Ja, ja, finde ich auch. Also da war er jetzt glücklich. Ansonsten kein Problem, ja. Also, ja, schön. Ja, ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass dass die, die Institution gibt. Ne? So, ja, die gibt es. Die, man muss natürlich dann sich bewerben und seine Unterlagen vorlegen. Ja, ja. Und die ist also unabhängig von jeder anderen geldlichen Zuwendung. Ja. Das ist gut. Wird die gewährt. Das ist gut. Ja. 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 Ich glaube, der Ding ist, der, der aus der Kiefernstraße, der hat, hat das auch. Illuster. Hm? Illuster. Klaus von Illuster. Kennst du Klaus von Illuster, nicht? Nein, woher Klaus, soll ich ihn kennen? Wie heißt der? Göhling. Klaus von Illustre? Nee, Göhling hieß der mal. Der heißt jetzt... Illustre? Der Klaus. Heißt nach seiner Frau. Was? Okay. Wie heißt dieses Handwerkergeschäft, das zugemacht hat auf der Oststraße? Auf der Oststraße? Ja, so heißt der jetzt. Lehmann? Nein. nee, auf der Oststraße. Nee, das fällt mir jetzt Konrad. Konrad heißt der jetzt. Der heißt seine Frau. Klaus. Seine Frau heißt Konrad. Genau. Ah. Von und er heißt jetzt auch Konrad. Ja. Ach ja, gut. Ah, okay. Wie war? Sie war, glaube ich, aber bei den Kunstpunkten auch mit dabei, bei den letzten. Ja, aber Klaus ist jetzt auf seiner Insel da. Ja, 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 Lanzarote, glaube ich. Ne? Lanzarote. Aha. Ich muss mal eben pinkeln. Ja. Mit der hat das, glaube ich, auch. Ja, ja. Ah ja. Ah ja. Ganz hässlich. Was ist das jetzt? Was ist das? Das sind Bearbeiten von mir. Okay. Gespendeten Sachen. Okay. Ja, also eine Benefizaktion. Der Erlös ging an AIDS-Opfer. Oh. Mhm. Deswegen auch der Titel Überleben mit Kunst. Ja. Ne? Mhm. Und da sind tolle Leute bei. Carolina Fritsch und was du haben willst. Oh. Ne? Oh. Und das ist meine Seite im, im, im Katalog. Die haben natürlich auch sehr wohlwollend gemacht, ne? Dass sie mir da gleich eine ganze Seite da gegeben haben. Welche Themen bin ich wohl? Sehr gut, sehr schön. Welche Themen bin ich wohl? Ja. Könnte schon fast vom. Ui, ui. Humorlos bis auf die Knochen. Das ist einfach nur Text. Ah ja. Das ist humorlos, Komma. Bis auf die Knochen. Bis auf die Knochen. Ja. Und dann humorlos bis auf die Knochen in einem Satz. Ja. Ja. Ah ja, das ist, das lese ich. Mal sehen, ob ich das lese. Das hat auch schon ein bisschen so was. Das würde mich interessieren, zu lesen. Das habe ich aus der Stadtbücherei. Wie, Moment, du hast das geliehen, oder? Ja. Also du musst das zurückgeben. Ja. Oder du gibst es zurück. Ja. Ach so, okay. Ganz bestimmt. Okay, ja. Ich habe zurzeit alle Tassen im Schrank und gebe sowas wieder zurück. Ah ja. Nicht schlecht. Mhm. Dass ich denke, dass er jemand ist, der extrem ohne Kalkül lebt und arbeitet. Ja, täuscht dich da mal nicht. Ey. Ich, ja, also bitte, jetzt kann er was dazu sagen. Ja, ja. Sag was.
was ich mache, ist dermaßen, das strotzt nur vor Kalkül. Ich kann gar nicht genug Kalkül kriegen, fressen oder scheißen, wie ich fressen kann. Ja. Kalkül ist... Was verstehst du unter Kalkül? Ja, etwas, was man für wichtig oder richtig oder anstrebenswert hält. Nein, so würde ich das nicht definieren. Okay. Ich mache da Berechnung. Und das, was nicht in die Reihe passt, was dem Ziel nicht dient, hat, zumindest dem Vorsatz nach, tunlichst zu lassen. Sich in den Hintergrund zu begeben. Ja. Gut, okay. Ne? Also mit Kalkül meine ich, dass man generell sozusagen nicht nur weiß, was man tut, schon das ist gefährlich für einen Künstler. Ja, ich liebe diese Art Gefahr. Und ich will davon irgendwie so viel kriegen, wie ich halbwegs vertragen kann. Immer nach Maßgabe dessen, was ich noch vor dem, was ich Gewissen nenne, nachvollziehbar für andere vertreten kann. Das spielt eine große Rolle. Also meine eigene Wertfindung richtet sich auch ein großes Stück nach der Meinung, die andere davon. Durchaus. Strebe ich auch an. Ich strebe an, dass andere das, was ich mache, wertschätzen. Wertschätzen lernen. Okay. Ja. Ich möchte, das kann auch durchaus scheiße sein. Ne? Ja. Ne? Also das, im Prinzip ist eingeschlossen da das ganze Leben, einschließlich der möglichen Gedanken, die ich da mir irgendwie zuführe oder zukommen lasse. Ne? Das ist aber Reichtum. Also das ist so das, was sich so akkumuliert hat. Also das hat sich so angesammelt. Das ist ja kein Kalkül. Also das ergibt sich sozusagen durchs Leben. Also, Aber das ist auch provoziertes Leben zum Teil. Ne? Also für mich ist zum Beispiel ein typisches Kalkül der Politiker. Also der Politiker, also sage ich jetzt mal so pauschal. Ja. Und das ist für mich das Gegenteil von künstlerischer Handlungsweise. Ja? Also das Gegenteil. Weil Politiker müssen ja ähnlich wie du das ausgedrückt hast, sehen, dass sie eben wertgeschätzt, dass das, was sie sagen, wertgeschätzt wird. Und dann hast du ja auch gleichzeitig danach gesagt, mir ist es ja auch egal, was das jetzt ist, was da wertgeschätzt wird. Hauptsache, es wird wertgeschätzt. Nein, das habe ich nicht. Nein. Das meine ich auch nicht. Ja. Ich finde, dass die richtigen Sachen wertgeschätzt werden. Ja, das. Also jedenfalls ich habe ja keine anderen Augen als meine zwei. Natürlich sind die auch vermittelt. Auch das, was ich sehen kann, ist ja auch vermittelt. Ne? Also genau, das ist immer, durch eine bestimmte Brille gesehen. Also Ich will mir aber auch die Brillen aussuchen, ne? Die ich mir genehmige sozusagen. Ne? Ja. So, ne? Ja. Und ich möchte auch, dass andere Leute, auch die ich aussuchen kann, wenn es irgendwie möglich ist, mir Brillen verpassen. Ne? Also ich möchte da schon ganz gerne ein bisschen am Drücker bleiben. Ja, das kann ich gut verstehen. Also das ist ja fast so eine Konstante in unserer Wesensart, sag ich mal. Also das gehört zu der Selbstbehauptung auch. Also für mich ist der Begriff der Selbst- und Daseinsbehauptung sehr wichtig geworden. Da waren ja viele Gedanken drüber. Und das sehe ich bei dir ähnlich. Inzwischen, ne? Also ich habe auch Zeiten gehabt, wo das fast kaum noch vorhanden war. Bis sowas von ausgedünnt. Das hast du eben auch geschildert, diese Situation. Also es ist, ich möchte schon ganz gerne Einfluss
bewahren. Es hat auch was mit Verantwortung zu tun. Also man kriegt halt auch sowas wie was geschenkt. Also das Leben ist ja auch eine Art Geschenk. Mhm. Und es wäre schon ganz gut. Also ich jedenfalls würde ganz gerne was damit anfangen, was sich irgendwie sowas wie sehen lassen kann. Ne? Mhm. So, ja, auf jeden Fall. So. Er muss ja nicht zustimmen. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Ja, ne? Also, ne? Und da will ich auch durchaus gerne nach Kriterien gefragt werden. Ja, und auch sowas wie Rede und Antwort stehen und auch sowas wie durchaus, wenn es nötig wird, auch Strafen akzeptieren, also Sanktionen akzeptieren oder so. Ne? Oder Kritik. Also auch, ja, ja. Und ja. Auch abgezogen kriegen, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Ne? Also, naja. Ne? Mhm. Naja, durchaus. Ja, ja. Naja. Also was jetzt die Daseinsbehauptung betrifft, also ich sehe, dass du eine äußerst vitale Ada irgendwo. Inzwischen ja. Inzwischen. Inzwischen, ich habe mich entschlossen, dass ich sowas wie Sterben übe, vorher schon. Ne? Ja. Dass ich irgendwie auch bei der Verminderung des Bewusstseins, ne? Ja. Auch das noch irgendwie versuche zu steuern. Ne? Ja. Und dann auch, solange es noch geht, die Leute, die mich beeinflussen, die ausstatte mit Möglichkeiten, durchaus noch in dem von mir gewünschten Sinn zu agieren. Ne? Also, und das auch bis einer durchaus weitgehenden Verdünnung, die das noch, ne, sozusagen, auch bis dann sollen es auch, so weit bin ich noch nicht, aber ich stelle mir vor, schon auch, dass das schon ein ordentliches Stück weit möglich wird. Ja. Ne? Ja. Und ich strebe es auch an. Ne? Also auch, dass den Leuten, die dann sozusagen die Verantwortung übernehmen, dass es denen auch, wenn es geht, ein bisschen Spaß macht. Ne? Na, im Großen und Ganzen. So, das, ne? Ja, dass man sozusagen ein guter Patient ist. Ja, ich bin übrigens in dem Vinzenz Krankenhaus auch operiert worden. Ja. Und war dann anschließend in der Reha-Klinik in Korschenbräuch auch. Und habe auch den Chefarzt kennengelernt und der hat sich auch für Kunst interessiert. Und da kam ich auch in Gespräch über meine Arbeit. Und da kamen wir also ziemlich schnell in einen Disput, also in eine Kontroverse. Richtig gesehen, ja, weil er hat nicht verstanden, wie ich zu diesem, ja, also ja, das hier ist ja dann das, was ich ihm dann gezeigt habe, ja, irgendwie, also du warst ja auch da kennst du auch den Chefarzt und so, und da hat er gesagt, da war also gehen wir mal davon aus, dass das der ist, denn derselbe ist, den wir meinen. Den ja, eigentlich schon, weil der ist schon länger da. Im orthopädischen Bereich, ne? Ja. Es gibt ja auch noch, die haben ja auch die noch eine Onkologie, also Krebs. Ja, beinahe war nicht von der Onkologie. Nee, der war Orthopädie-Chefarzt. Deiner? Ja. Ja, deiner auch. Ja, genau. Und dann hat er also ganz erboster dann den Schlüsselbund genommen. Wenn ich das hier, dann habe ich doch dieselbe seelische Erfahrung wie bei dem hier, ja, und das ist natürlich ein Unding, also, ja, also jetzt aus meiner Sicht, ich habe ihm ja versucht zu erklären, warum ich gerade das hier als eine Entsprechung, also zu meiner Konzeption, ja, dann ist das hier sozusagen die verbindliche Erfahrung, die er mit dem Schlüsselbund, das war reine, nicht nur eine Hypothese, sondern ein Affekt, der hat im Affekt geht auf meine dezidierte Äußerung zu der Richtigkeit dieser Objekte für mich, ja. Also ich glaube, du verstehst nicht so, worauf es da ankam, weil immer wenn ich solche Dinge sehe, dann bin ich wie affiziert, wie angesteckt, ja, wie infiziert, ja. Das bin ich natürlich nicht von anderen Gegenständen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, und also ich habe es nicht sehr ausgeprägt. Ja, ein bisschen schon. Also,
Also so besonders ausgeprägt habe ich das nicht. Ne? Also ich, also Emi Knöbel ist zum Beispiel ein bisschen so bei mir. So dieses, weißt du, dass man genau weiß, ja, das ist das, das ist das, das entspricht meinem Willen. Ja, also so. Hast du eigentlich Vorlesungen besucht in der Akademie? Ja, beim Theising in der Hauptsache. Aber auch hier, Theising. Hofmann? Bei Hofmann habe ich auch, aber sehr, sehr spezielle. Stimmt. Vorlesungen, ne? Ja. Ja, ich fand ihn sehr gut. Herr Hofmann ist, sagen wir mal, ein klassischer, konservativer Kunsthistoriker. Ja. Aber der macht das, der vermittelt das. Das fand ich immer wirklich äußerst spannend, ja, bei ihm zu hören. Also das kann der Theising, ist da mehr Referent. Ja. Ich habe auch Max Imdahl gehört, ein Ereignis für sich. Ja. Es gibt zwei Imdahl, ne? Vater und Sohn. Den Vater. Vater, ja. Bei dem hat, glaube ich, auch der Ulrich Krempel studiert. Richtig. Ne?